Die FDP sah in Nordrhein-Westfalen einen Trend gegen Schwarz-Gelb. Wir haben alles unternommen, um diesen Trend abzuwehren. Das ist uns nicht gelungen. Dazu hat auch beigetragen, dass wir die landespolitischen Erfolge der letzten 5 Jahre nicht in dem Maße haben, auch zum Tragen bringen können, wie wir uns das gewünscht hätten. Nordrhein-Westfalen muss jetzt bei einer Pattsituation sehen, dass das Land verantwortlich weiter regiert werden kann. Das wird nicht einfach werden. Hier gilt es jetzt für die, die den Wählerauftrag dazu haben, Verhandlungen zu führen. Ich habe für die FDP noch einmal deutlich gemacht, dass wir vor der Wahl unseren Wählerinnen und Wählern eine klare Koalitionsaussage benannt haben und deutlich gemacht haben, dass Parteien, die mit extremen Parteien zu koalieren beabsichtigen, für uns nicht koalitionsfähig sind. Das möchte ich heute hier auch noch mal festhalten. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Wir wollten keine Nachfragen machen. Ich muss noch mal schnell in den Bundesvorstand. Bitte um Verständnis. Danke.